sollte die Silhouette des Autos für jeden erkennbar sein, dass es ein Porsche ist. Ich glaube einfach, dass wenn man sowas mal selbst durchläuft und macht, dann ist es so wie das Wachsen eines Menschen. So ist es bei einer Geburt und so war das bei der Geburt des Helfers. Man hat es einfach intensiv miterlebt und manchmal vielleicht auch darüber nachgedacht im Traum, ob es richtig oder falsch ist. Wenn man 30 Jahre zurückblickt, dann sagt man sich eigentlich, entweder war man wirklich so viel besser oder die anderen waren wirklich so viel schlechter, dass sie hinten nachgefahren sind.